Liebe Freunde der Kinder- und Kinderliteratur, liebe Omas, Opas, Onkel und Tanten, mein Name ist Katrin Schink und ich möchte Sie ganz herzlich zu einer kurzen Reise in die Welt der Kinder einladen. Haben Sie sich in Kindertagen einen Freund gewünscht, der obwohl gleichaltrig Dinge tun durfte, die Ihnen selbst nicht erlaubt waren? Und der Geschichten erlebte, die Ihnen selbst nur im Traum begegneten? Haben Sie als Erwachsener der verantwortung für kinder trägt manchmal gewünscht dem eigenen kind einen spiegel vorhalten zu können um ihm zu zeigen wie sein verhalten auf andere wirkt wenn schimpfen uns nicht weiterbringt ein solchen gesellen wollte ich meinen söhnen schaffen freund vertrauter spiegelbild als unterstützung für sie und für mich entstanden ist unter ihrer tatkräftigen mithilfe karlchen kobold der mit seinen freunden arndt ameise bruno biene und rudi raupe im pufferland lebt die Frage nach seiner Herkunft beschäftigt ihn ebenso wie die Dinge des täglichen Lebens. Waschen, Mittagsschlaf, die Jahreszeiten, ein Streit, der zum Zerwürfnis mit den Freunden führt, sind wichtige Ereignisse im Leben eines Koboldes, der die Eigenschaften eines drei bis fünfjährigen Knaben trägt. Und natürlich gibt es im Pufferland auch wundersame Wesen wie den Biberkakala, deren Wünsche und Eigenheiten es zu entdecken und zu respektieren gilt. Hast du vom Pufferland gehört? Dass es dort, wo der Hirsch noch rührt, wo Tier und Mensch sich gerne haben, Einhörner durch den Wald noch traben. Manch lustige Gestalten sind, ein paar davon kennt jedes Kind. Doch einen winzig kleinen Wicht kennst vielleicht auch du noch nicht. Willst du ein Stückchen ihn begleiten? Dann schau nur auf die nächsten Seiten. Woher kommt Karlchen? wohin auch Karlchen Kobold schaut, um ihn herum leben vertraut und sicher im Familienbund seine Freunde rings im Rund. Arndt Ameise lebt im Ameisenhaufen, wo tausend andere Ameisen laufen. Die Königin ist aller Mutter, ihr bringt man zuerst das Futter. Das ist auch bei Bruno so, die Bienen leben glücklich und froh in einem hohen alten Baum. Der Ausblick ist ein wahrer Traum. Und stören kann sie dort kein Bär, der gierig auf den Honig wehr. Familie Maus hat viele Kinder, Neffen und Nichten auch nicht minder. Wenn alle mal beisammen sind, schaut Mutter Maus nach jedem Kind, ob alle saubere Ohren haben, ordentlich durch den Wald sie traben. Und keines frech und boshaft ist, die Lebensregeln gar vergisst. Der Vater achtet stets darauf, dass alle beim Ruf: Mäuschen, lauf! sich ganz schnell irgendwo verstecken, denn Mäuse manchen Tieren schmecken Katzen, Füchse, Uhus, Raben, sich gern an kleinen Mäusen laben. Bei Rudi ist's ein seltsam Ding, die Eltern sind Herr und Frau Schmetterling. Auch Rudi wird bald zum Himmel hochfliegen und schöne bunte Flügel kriegen. An manchem Tag fragt Karlchen sich, Woher komme ich eigentlich? So spricht er laut beim Herumspazieren. Gestern hörte er's tirilieren. Ich hab es gesehen, ich war dabei. Es war der Zauberer Harumbalai. Karlchen schaut, suchend, woher es schallt. Eine Blaumeise macht über ihm Halt auf einem Baum am Wegesrand. Karlchen winkt mit seiner Hand. Erzähl es mir, ich wüßt es gerne. Setz dich zu mir, Gast aus der Ferne. Die Meise kommt ganz dicht heran, damit sie Karl erzählen kann, was sie beim Zauberer gesehen, wir lassen es uns nicht entgehen. Harumbalei so muss man sagen, ist oftmals gar nicht zu ertragen. Er zaubert oft aus Langeweile und hält sich selten an die Zeile des vorgegebenen Zauberspruchs. Wegen des grässlichen Geruchs, der oft entsteht, sind Fenster offen. So manchen hat es schon getroffen, der ahnungslos vorüberging. Heraus flog hier schon manches Ding, das besser drin geblieben wäre. Harum, Balei hält nichts von Ehre oder Zauberer Ehrenwort, drum schickten die Zauberer ihn fort. Er wohnt jetzt im Himalaya, wo ihn einst die Meise sah. Er braute gerade üble Soßen und als er eine umgestoßen, ist die auf eine Nuss getropft, die er bisher nicht aufgeklopft. Die Nuss rollte davon mit Schwung, bekam ganz plötzlich einen Sprung. Heraus lugte ein kleiner Wicht. Der Zauberer merkte es nicht. Die Meise flog beherzt hinzu und trug ins Freie ihn im Nu. Kennen Sie Situationen, wo Ihr Kind Sie nach Begriffen fragt, die Sie selbst nicht kennen, weil das Kind sich die gerade ausgedacht hat? Und dann kommt die Frage: Mama, was ist ein Biberkakala? Was ist ein Biberkakala? fragst du mich und ich ganz klar will gemeinsam jetzt mit dir zeichnen, dieses Fabeltier. Er hat zwei Augen, groß und rund und natürlich einen Mund. Du sagst, es fehlt die Nase noch, ganz kugelrund, da ist sie doch. Große Ohren müssen sein, du sagst, mit Ohrring. Also fein. Du sagst, die Haare müssen stehen. Na, das ist doch nett anzusehen. Jetzt kommt der kugelrunde Bauch und Po und Schwanz bekommt er auch. Der Kakalar braucht Arm und Bein. Sieh da, er steht schon ganz allein. Noch ist der Kakala ganz blass. Das Bemalen macht uns Spaß. Pink für das Fell, lila fürs Haar. Das ist ein Biberkakalar. Der Kakalar, das kannst du sehen, liebt es nicht herumzustehen. Gern hängt er im Baum wo es sich gut schaukeln lässt. Süße Früchte isst er gerne, nachts besieht er sich die Sterne. Dafür schläft er oft am Tag, wobei er es dann kuschelig mag. Hier kannst du ihm beim Schlafen lauschen. Hörst du das leise Blätterrauschen? Als Karlchen jüngst spazieren war, traf er den Biberkakalar. Der saß gerade auf dem Baume und vernaschte eine Pflaume. Karlchen fragte höflich an, ob er eine bekommen kann. Der Kakalar kicherte laut und hat das Karlchen angeschaut. Er reichte eine Pflaume runter, wedelte mit dem Schwanze munter, es auch dem Karlchen gut geschmeckt, hat er die Lippen sich geleckt. Der Kakalar, der erstmal satt, sammelte Pflaumen in ein Blatt, dies Körbchen, das nun schwer beladen, ließ er herab am Spinnenfaden. Karlchen hat sich schnell bedankt und dann zu Hause angelangt mit seinen Freunden gut gegessen. Der Schmaus wird nicht so schnell vergessen.